Ich wollte schon immer Harfe lernen. Als ich 4 Jahre alt war, hatte ich plötzlich diese fixe Idee. Ich kann nicht wirklich rekonstruieren bis heute, woran das lag. Ich hatte ein Buch mit allen Orchesterinstrumenten und die Harfe hat mir am besten gefallen. Die CD umfasst Werke von Komponisten von Schubert bis Hindemith. Es ging mir einfach darum, einen roten Faden zu finden durch die Jahrhunderte und das ist die Nacht. Sämtliche Stücke haben irgendetwas mit Nacht zu tun, spielen bei Nacht, sind wie Traumbilder oder ähnliches. Und es sind ganz unterschiedliche Werke, die dennoch irgendwie zusammengehören. Die Sonate von Paul Hindemith ist für mich ein sehr wichtiges Werk. Ich habe darüber einige Artikel geschrieben und habe sie auch schon als Kind sehr gerne gehört und habe nur darauf gewartet, sie endlich spielen zu können. Und deswegen war für mich ganz klar, dass dieses Stück auf meine erste CD auch kommen muss. Persönlich ist es immer wichtig, dass ich nicht nur das spiele, was man von der Harfe erwartet. Eben nicht nur das Hübsche, nicht nur Glissandi, nicht nur schöne Akkorde, Arpeggien, sondern eben zu zeigen, dass die Harfe ein vollwertiges Instrument ist. Musik.